Ja, diese Realität ist echt langweilig. Was zum Henker? Aufzeichnung 1 des YouTube-Kanals Shadowdice. Aus unerklärlichen Gründen ist diese magische Box bei mir erschienen. Inhalt mir unbekannt. Es scheint aber was für die Ewigkeit zu sein. Zumindest lässt es den Titel deuten. Box muss etwas Wichtiges enthalten. Immerhin eine Warnung. Ordentlich was. Was könnte es sein? Blöd, eine Metalloptik. Fühlt sich ansonsten ziemlich leicht an. Nun gut. Wir beginnen mit der Entriegelung der Box. Lässt sich einfach öffnen. Einfaches Anheben. Ist ziemlich groß. Und ziemlich voll. Was ist das alles? Würfelähnliche Würfel. Ein ewiges Würfelset. Mit drei Road to Glory Karten. Initial eines gewissen Ulysses. Wer dieser Uli ist, kann, wer, die, wer dieser Ulysses ist, kann ich nicht sagen. Sehr eigenartig. Noch eigenartiger Füße für irgendwelche Aufsteller. Merkwürdig. Possibility Tokens. Möglichkeitschips. Scheint was Chipartiges. Allerdings aus Plastik, nicht aus Kartoffeln. Wofür die wohl möglich sind? Entnehme dem Objekt einen geklebtes kleiner Karton. Aufschrift Drama Deck. Stell dich deinem Schicksal und lasse dich mit diesem Kartendeck für Talk Eternity auf das Drama ein. Dramakarten bestimmen die Initiative und den Fluss des Spiels. Löse besondere Ereignisse aus und verwalte Herausforderungen und Verfolgungsjagden. Schicksalskarten ermöglicht es den Helden, die Realität zu, ermöglicht es den Helden, die Realität zu beugen. Außergewöhnliche Taten zu vollbringen. Kostenkarten verstecken die Weltgesetze und die Re der Realität und bieten euch Belohnungen und Gefahren. Dramatisch. Ist noch etwas. Ein sogenannter Soundtrack. Merkwürdig. Von einem gewissen Ralph Kurzifer. Aber alle Titel sind auf Englisch? Komisch. Wieder dieser Ulysses. Wer dieser Typ wohl ist? Nehme erst größten Inhalt. Sehe. Noch mehr würfelartige Würfel. Scheint es wohl irgendwie Gras dazugegeben haben, als ob eine Menge Leute darum gebetet haben. Komisch. Ein Charakterbogen-Set. Sehr ungewöhnlich. War ein schönes Design. Verstehe. Ach, der erweiterte vierseitige Charakterbögen. Ein Preisblock mit 50 Standardbögen. Für Conventions anscheinend war geeignet. Hä? Hab ich gerade wirklich gesagt? Da verliere ich gerade die Beziehung zur Realität. Egal. Der erste Mission, der Sturm kommt. Mein Gott. Habt ihr es auch gehört? Er scheint näher zu kommen. 12 Abenteuer für alle Kosmen der Possibility Wars. Possibility Wars? Wir sind in einem Krieg? Was geht hier ab? Schon wieder dieser Ulysses. Was will er mir damit nur sagen? Mein Gott. Dieses Buch. Tag 1. Tag 1. Der erste Tag von was? Invasion auf der zentralen Erde können wir verlieren. Also, oh mein Gott, wir stehen einer Invasion gegenüber. Aber wofür ist das denn alles? Der Slim-Schirm, die Leiterschirm. Spieler-Schirm, und 16 Arc. Oh, 16 Arc, Arschetypen. Wäre eigentlich auch für Conventions. Schwieriges Convention. Oh Gott, ich glaube, ich verliere langsam den Bezug zu dieser Realität.
Ich muss mich konzentrieren, ich muss dabei bleiben. Gott. Ein Grundregel. Grundregelwerk. Grundregeln. Grundregeln. Für den ewigen Talk. Aber. Delphirat. Storm Knights. Unsere Realität schützen. Was? Ist das alles? Unterbreche Aufnahme für weitere Überdenkung. Das Aufzeichnen des YouTube-Kanals hat aber Gefühl, kein Bezug mehr zur Realität. Vox scheint irgendwie die Lösung all unserer Probleme zu sein, aber es ist so, als würde man mich gleich wegreißen. Als ob ich jemand anders eigentlich wäre, aber. Gut, ich werde Untersuchungen der Box demnächst durchführen. Bis erstes soll es gewesen sein. Eure Kenntnis sollte in einem späteren Verlauf nochmal in diesem Aufzeichen auftauchen. Werde. Weiß nicht, was ich werde. Aber ich werde definitiv noch mehr herausfinden müssen. Ende der Aufzeichnung.